Willkommen an der Theresianischen Militärakademie Wiener Neustadt. Ich bin Oberst Markus Reisner, ich bin der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und heute wollen wir uns in einem neuen Video den Sachstand betreffend der Lieferung von schweren Waffen in die Ukraine ansehen. Das Erste, das wichtig ist zu verstehen, ist, dass wenn Streitkräfte erfolgreich einen Konflikt bestehen wollen, müssen sie über verschiedene Fähigkeiten verfügen. Diese Fähigkeiten kann man in Teilbereiche unterteilen. Ich nehme jetzt hier am Beispiel drei heraus. Einerseits die Fähigkeit zur Führung, die Fähigkeit, effektive Aufklärung zu betreiben, aber natürlich auch die Fähigkeit zum Angriff. Nur wenn all diese Fähigkeiten erfüllt sind, können Sie den Konflikt für sich entscheiden. Wenn das nicht der Fall ist, werden Sie diesen Konflikt verlieren. Wenn wir uns nun die ukrainischen Streitkräfte ansehen, so sehen wir, dass all diese Fähigkeiten in den einzelnen Teilstreitkräften abgebildet sind. Heute wollen wir uns im Speziellen die Landstreitkräfte ansehen und das, was an Gerät dort verfügbar ist, beziehungsweise ob dieses Gerät zusätzlich durch die Waffenlieferungen entsprechend verstärkt werden konnte. Die ukrainischen Landstreitkräfte befinden sich über die gesamte Ukraine verteilt. Natürlich mit Schwergewicht dort, wo die Kämpfe stattfinden, also im Raum Donbass, bei Kharkiv, aber natürlich auch hier entlang dieser langen Frontlinie von Cherson bis Saporoschia. Wenn wir uns das Gerät ansehen, das die ukrainischen Streitkräfte am 24. Februar verfügbar hatten, so können wir anhand von drei Beispielen sehen, dass die ukrainischen Streitkräfte sehr potent aufgestellt waren. Sie verfügten über knapp 2400 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, über 1500 Artilleriegeschütze und Mörser und über 500 Mehrfachraketenwerfer. Diese einzelnen Gerätschaften waren gegliedert in verschiedenen Brigaden. Die Brigaden sind quasi die Kernelemente des Gefechts, mit dem die Ukraine versucht, nun den russischen Angriff abzuwehren. Diese Brigaden kann man wie folgt ansprechen. Die Ukraine verfügt über Gebirgsbrigaden, motorisierte Brigaden, mechanisierte Brigaden, Panzerbrigaden, aber auch Artilleriebrigaden. Am Beispiel der Panzerbrigaden sehen wir, dass die Ukraine am 24. Februar zwei aktive Panzerbrigaden hatte und vier in Reserve sowie ein selbstständiges Panzerbataillon. Damit diese Brigaden ihre Fähigkeiten entwickeln können, brauchen sie Unterstützungskräfte, die wir hier links und rechts sehen. Hier ist zu betonen, dass diese Unterstützungskräfte sehr wesentlich sind. Zum Beispiel hier am Beispiel der Fliegerabwehr. Nur durch effektive Fliegerabwehr ist es möglich, dass diese Brigaden tatsächlich ihre Fähigkeiten entwickeln können. In den knapp drei Monaten andauernden Konflikt wissen wir, dass im Wesentlichen drei Bereiche dazu beigetragen haben, dass die ukrainischen Streitkräfte so lange sich gegen die russische Seite zur Wehr setzen konnte. Das eine war die Taktik, vor allem in den ersten sechs Wochen des Konflikts. Das zweite war die Lieferung von Waffen, vor allem hier von Panzerabwehrwaffen, aber auch Fliegerabwehrlenkwaffen. Und das dritte war natürlich die Übermittlung von Aufklärungsdaten. Diese drei Bereiche haben dazu beigetragen, dass wesentliche Fähigkeiten gestärkt werden konnten, wie zum Beispiel die Führungsfähigkeit, der Bereich der Aufklärung, aber auch die Angriffsfähigkeit. Heute wollen wir uns nun ansehen, ob die Lieferung von schweren Waffen bis jetzt bereits dazu beigetragen haben, dass die ukrainischen Landstreitkräfte sich in ihrer Angriffsfähigkeit verbessert haben oder nicht. Dazu sehen wir uns als erstes an für den Bereich Engage, also Angriffsfähigkeit, die Lieferung von Kampfpanzern. Bis jetzt war es möglich, in die Ukraine knapp 100 Kampfpanzer zu liefern. Aus Tschechien, aus Polen, aber auch eine gewisse Anzahl aus Bulgarien. Alle Systeme vom Typ T-72, also Systeme, mit denen die ukrainischen Soldaten vertraut sind. Diese 100 Fahrzeuge bilden im Kern eine verminderte Panzerbrigade, also knapp zwei Panzerbataillone. Schauen wir uns an die Lieferung von Kampfschützenpanzern oder gepanzerten Transportfahrzeugen. Auch hier ist es so, dass Tschechien, Polen, die Niederlande, aber auch Litauen Fahrzeuge geliefert haben. Zusammengerechnet ebenfalls knapp über 100 Stück, was die Ausstattung von zwei Bataillonen in einer verminderten Mechbrigade darstellen würde. Kommen wir nun zur Artillerie, deren Bedeutung in den letzten Wochen besonders hervorgehoben worden ist. Hier müssen wir unterscheiden zwischen gezogenen Geschützen und Selbstfeuerlafetten. Bei den gezogenen Geschützen hat Estland und Bulgarien Systeme geliefert, noch aus der Zeit des Kalten Krieges. Italien hat ebenfalls bereits Systeme vom Kaliber 155 mm geliefert. Bedeutungsvoll waren aber natürlich die Lieferung des Systems M777 durch Australien, die USA und Kanada. Insgesamt ca. 140 Systeme, was auch hier die Ausstattung einer verminderten Artilleriebrigade darstellen würde. Sehen wir uns nun die Selbstfeuerlafetten an. Auch hier wissen wir, dass Polen und Norwegen
M109-Derivate geliefert hat. Auf der anderen Seite Tschechien, Systeme vom Typ Tana, aber auch alte Systeme vom Typ 2S1. Signifikant war die Lieferung von 12 Stück Caesar der französischen Streitkräfte. Das ist jenes System, das bis jetzt das potenteste am Gefechtsfeld ist. Und auch hier ist der große Vorteil, dass das Geschütz in der Lage ist, die russischen Streitkräfte über eine hohe Distanz zu treffen. Und dazu zeigen wir Ihnen ein kurzes Video. Wie stellt sich die Situation bei den Mehrfachraketenwerfern dar? Das Waffensystem, das auch sehr intensiv in den letzten Tagen und Wochen diskutiert worden ist. Hier ist die Situation tatsächlich sehr triest. Wir haben eine Lieferung von knapp 20 Stück eines tschechischen Systems vom Typ RM70 sowie ebenfalls knapp 20 Stück vom Typ BM21. Beide Systeme verschießen Munition sowjetischer Prominenz noch aus der Zeit des Kalten Krieges. Wir haben die Ankündigung auch der Lieferung von Mehrfachraketenwerfersystemen, das System HIMARS, aber auch das System MLRS. Wenn man jedoch die Stückzahlen betrachtet, nämlich 4 Stück, die aus den USA kommen sollen, beziehungsweise 7, die aus Deutschland und aus Großbritannien kommen, stellt sich die Frage, ob diese geringe Stückzahl tatsächlich den erhofften Effekt auf dem Gefechtsfeld bewirkt oder nicht. Warum ist die Artillerie nun so wichtig? Der wesentliche Hintergrund ist, dass beide Seiten sich versuchen zu bekämpfen außerhalb der Reichweite der Geschütze der anderen Seite. Man kennt hier sehr gut, dass erst die Lieferung von Systemen aus dem Westen, wie diese Panzerhaubitze 2000, die mit Juni geliefert werden soll, aber auch des französischen Systems Caesar, das sich bereits im Einsatz befindet, es den Ukrainern möglich ist, außerhalb der Reichweite der russischen Geschütze wirksam zu werden. Noch viel effektiver stellt sich das dar bei der Lieferung von Mehrfachraketenwerfersystemen, wo die russische Seite vor allem durch das System Smersch mit 70 Kilometern im Moment einen großen Vorteil hat. Und natürlich ist zu betrachten die massive Überlegenheit der russischen Artillerie gegenüber der ukrainischen Artillerie, wie sich hier in diesem Kommentar der Washington Post zum Ausdruck bringt. Wenn wir uns jetzt die aktuellen Forderungen der ukrainischen Seite ansehen, so sehen wir hier in diesem Twitter-Kommentar eines Regierungsberaters vom 13. Juni 2022, dass die ukrainische Seite massiv Unterstützung mit schweren Waffen fordert, nämlich über 1000 Geschütze gezogen oder auch auf Selbstlaufhätte, über 300 Mehrfachraketenwerfer, über 500 Kampfpanzer und über 2000 Kampfschützenpanzer oder gepanzerte Transportfahrzeuge. Wenn wir also vergleichen das, was bereits geliefert worden ist, im Gegensatz zur Forderung, sehen wir, wie groß die Ablage tatsächlich sich darstellt. Wichtig ist zu verstehen, dass die ukrainischen Streitkräfte vor zwei Dilemmata stehen. Das erste Dilemma besteht darin, dass die russische Seite seit dem 24. Februar laufend in Luftangriffen die ukrainischen Streitkräfte abnützt. Selbst der ukrainische Präsident Zelensky geht davon aus, dass bis jetzt über 2600 Marschflugkörper, aber auch ballistische taktische Raketen die ukrainischen Streitkräfte zunehmend abgenützt haben. Das heißt, das Problem ist, dass dieses Arsenal an Marschflugkörpern und taktischen Raketen entsprechend bekämpft werden muss. Das heißt, die bis jetzt durchgeführten Waffenlieferungen haben zwar dazu geführt, dass die Bereiche Führungsfähigkeit, Aufklärung, aber auch Angriffsfähigkeit gestärkt worden sind, aber wesentliche andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel der Bereich Schutz, die wurden nicht gestärkt, was dazu führt, dass diese Abnützung der ukrainischen Seite durch die russischen Luftangriffe laufend passiert. Um also das vermeiden zu können, würde man benötigen den Einsatz von potenten Fliegerabwehrsystemen, wie zum Beispiel vom System S-300, wo wir hier kurz ein Video zeigen. Die Herausforderung besteht darin, dass zwar die gelieferten westlichen Waffensysteme in den Einsatz gebracht werden können, dort aber von den russischen Streitkräften aufgeklärt und angegriffen werden können. Wie man das zum Beispiel hier erkennt, am Beispiel einer M777-Batterie, die offensichtlich durch die russische Seite erfolgreich bekämpft worden ist. Die zweite Herausforderung besteht darin, dass die angelieferten Waffensysteme in die Hände der russischen Streitkräfte fallen können. Dass dies der Fall ist, das wissen wir bereits durch die Lieferung der leichten Panzerabwehrwaffen oder Fliegerabwehrlenkwaffen, wo die russische Seite nicht wenige davon erbeuten konnte und nun selbst gegen die ukrainische Seite einsetzt. Auch dazu ein kurzes Video, in dem man erkennen kann, dass erbeutete Waffensysteme von den russischen Streitkräften eingesetzt werden. Das zweite große Dilemma,
das für die ukrainischen Streitkräfte besteht, ist die Frage, was soll mit den hereinkommenden geschehenen Waffensystemen getan werden? Soll zusammengewartet werden und es zu einem geschlossenen Einsatz kommen, oder sollen diese Systeme sukzessive an die Front gebracht werden und dort eingesetzt werden? Die Wichtigkeit dieser Frage wird einem bewusst, wenn man die Stückzahl der angelieferten Systeme betrachtet. Von der deutschen Panzerhaubitze 2000 sollen bis Ende Juni zwischen 7 und 11 Stück geliefert werden. Selbst von Systemen alter Bauart, wie diese tschechische 2S1, wurden knapp 20 Stück geliefert. Die Frage ist, wartet man zusammen und setzt diese Systeme geschlossen ein oder schickt sie, so wie sie kommen, direkt an die Front? Um die Herausforderung der Anlieferung der schweren Waffensysteme besser zu erklären, habe ich hier noch zwei Skizzen vorbereitet. Die erste Skizze soll Ihnen zeigen, die konkrete Frage, ob nach der Anlieferung der Waffensysteme diese zuerst bereitgestellt werden sollen in der Tiefe der Front, also zum Beispiel hier im Raum Cherson oder hier im Raum bei Kharkiv oder Donbass, und ob nach einem Bereitstellen und Zusammenführen der Kräfte es zu einem geschlossenen, massiven Einsatz kommen soll. Im Moment sieht es danach aus, dass die angelieferten Waffensysteme stückweise in den Einsatz gehen, direkt an die Front, womit sich die Frage stellt, ob sie dort ihre tatsächliche Wirkung entfalten können. Das heißt, wäre es nicht schlauer, ein Brigadeäquivalent zusammenzufassen und dann anzugreifen oder, so wie es jetzt passiert, die Elemente, die hereinkommen, Stück für Stück quasi an die Front zu verlegen? Ein gutes Beispiel dafür ist der von den ukrainischen Streitkräften durchgeführte Angriff bei Cherson. Hier war es der Fall, dass eine mechanisierte Kampfgruppe versucht hat, gegen die russischen Streitkräfte vorzugehen, jedoch in weiterer Folge eingekesselt und zerschlagen worden ist. Auch hier ein kurzes Video, das den Einsatz dieser ukrainischen Kampfgruppe zeigt. Wir wissen also, dass die Lieferung von Waffensystemen, vor allem von schweren Waffensystemen, angelaufen ist. Wie man also hier erkennen kann, haben fast alle europäischen Staaten begonnen, Systeme zu liefern. Und die Frage, die sich stellt, ist, ob diese Lieferungen rechtzeitig kommen, beziehungsweise ob sie auch richtig eingesetzt werden. Zum Schluss möchte ich Ihnen mit diesem Bild zeigen, dass die Anlieferungen von schweren Waffensystemen eine ganze Reihe von zusätzlichen Herausforderungen mit sich bringt. Dazu gehören nicht nur das Anliefern der Waffen, geschützt gegen zum Beispiel russische Luftangriffe, oder auch die Frage, sollen sie Stück für Stück in den Einsatz gehen oder geschlossen, sondern es stellt sich vor allem die Frage der Ausbildung. Hier in diesem Bild sehen wir die Ausbildung von ukrainischen Artilleristen am gelieferten norwegischen M109-System. Zusätzlich zur Ausbildung und zur Qualität der Ausbildung ist auch die Frage zu stellen, ob die richtige Munition verfügbar ist und auch in der richtigen Anzahl, um die Herausforderungen der ukrainischen Streitkräfte im Osten entsprechend bewerkstelligen zu können. Damit beende ich meinen Vortrag. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.